Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir unter Erkunden und dann Shadowlands finden. Und zwar schimpft er sich 9 jenseitige Leben. Und für dieses müssen wir insgesamt ganz passend 9 Katzen in Maldraxxus streicheln. Und da gleich schon mal der Einschub: Es sind nicht 9 Katzen in Maldraxxus, sondern 8 in Maldraxxus und 1 in der Instanz in Maldraxxus. Und in der Instanz befinden wir uns schon. Und zwar hier am ersten Spot bei der ersten Katze sind wir einmal in Seuchensturz drin. Heißt, wir befinden uns einmal hier in der Instanz Seuchensturz. Dort könnt ihr in jeglicher Schwierigkeit reingehen und dann müsst ihr durch bis hier zum Endboss, beziehungsweise kurz vor den Endboss. Wir haben nämlich den dritten Boss umgehauen, gehen dann hier runter, springen in dieses Becken und normalerweise müsst ihr ja geradeaus zum Boss laufen, hier. Und jetzt gehen wir nicht geradeaus, sondern gehen hier links rum, wenn ihr hier runterfliegt. Und zwar gehe ich jetzt nochmal zurück zum Becken. Einmal hier, da kommt ihr eigentlich raus. Hier geht es zum Boss und wir wollen hier, wenn wir zum Bossraum schauen, rechts in diesen kleinen Gang rein. Und wenn wir da reingehen, dann nach links laufen, haben wir hier das erste Pet. Und zwar Haarball heißt das. Das klicken wir an und können streicheln. Also wenn wir mit einem Dings dran stehen, dann streicheln wir es. Wir kriegen auch einen Debuff. Ihr wurdet voll geschleimt. Und dann haben wir Haarball einmal abgeschlossen damit. Also nochmal, ihr müsst einmal nach Seuchensturz rein und in Seuchensturz quasi den dritten Boss umhauen. Endboss könnt ihr natürlich auch noch machen. Ich habe es jetzt mal gemacht, dass ich den noch umgehauen habe. Habe mich einfach ja, spezifisch reingequeued hier unter Seuchensturz. Ich war jetzt hier im HC drin, im NHC dürfte es aber auch gehen. Dann sind wir jetzt am zweiten Spot und zwar beim gestiefelten Glibber. Und der befindet sich jetzt in Maldraxxus in den Außenbereichen und zwar hier bei den Koordinaten 50, 60 und ihr müsst unter die Brücke rein. Und wenn ihr unter der Brücke seid, dann haben wir hier den gestiefelten Glibber, den können wir anklicken, auch streicheln. Und ja, ich habe den tatsächlich auch schon so mal gefunden, einmal abgehakt und dann können wir weiter zum nächsten gehen. Nochmal die Koordinaten hier unter der Brücke 50, 59. Dann sind wir am dritten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 65, 50, hier in der Nähe von der Mauer. Und dort haben wir, also hier ist die Mauer, wie ihr seht, und dort haben wir einen, der schimpft sich Neid. Und den können wir jetzt mal als nächstes streicheln. Zack, sind wir auch wieder vollgeschleimt, also hier an der Mauer 65, 50 ist das. Dann sind wir am vierten Spot und zwar haben wir hier Mr. Jigglesworth. Wir sind einmal hier bei den Koordinaten 64, 22, also Haus der Rituale hier oben bei den Koordinaten 64, 22. Da müsst ihr ganz nach oben hochlaufen, hier seht ihr es, neben dem Turm vorbei. Und dann haben wir einmal Mr. Jigglesworth, wahrscheinlich angelehnt auf Mr. Bigglesworth, das Pet von Kel'Thuzad, dem Boss in Naxxramas. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihn erwischen. Mr. Jigglesworth, der fliegt da nämlich ein bisschen komisch rum. So, dann haben wir den vierten, Knight, da, nee, Chaos, da kämen wir nachher noch hin, den hatte ich nämlich vorher schon. Dann sind wir am 15. Spot angekommen und zwar hier oben auf den Koordinaten 49, 17 bei dieser, beim Haus der Augen hier. Und dort befindet sich, wenn ihr hier so ein bisschen in dieses Zerbrochene reinlauft, also sprich, wir kommen hier von außen und dann gehen wir hier da, wo das Zerbrochene ist, ein bisschen nach oben. Und da seht ihr, hockt Chaos. Und das ist auch einer, den ich schon hatte. Tun wir jetzt aber trotzdem nochmal anklicken. Zack, gibt es auch wieder vollgeschleimt. Dann brauchen wir jetzt noch 4 Stück insgesamt. Dann sind wir am sechsten Spot. Der ist gar nicht so weit von der Nekropole, wo wir gerade waren, weg. Und zwar hier auf den Koordinaten 50, 27. Also hier oben ist das Haus der Augen und hier den Weg runter. Und den habe ich jetzt ein bisschen suchen müssen. Der ist nämlich nicht unten, sondern hier oben auf dem Knochen. Und dann könnt ihr hier an dem Stein hoch auf den Knochen rauf und dann könnt ihr hier Lemone anklicken. Und dann haben wir Nummer 6 auch eingetütet. Dann kommen wir jetzt zum siebten Spot und zwar befinden wir uns jetzt hier in der Nähe von der Höhle bei den Koordinaten 47, 33 und dort beim Höhleneingang haben wir so einen Pilz. Also hier ist der Höhleneingang,
Hier ist so ein Pilz und da oben befindet sich unser nächstes Pet und es schimpft sich Mondrost Opheles. Und das klicken wir gleich mal an, streicheln das und dann fehlen uns nur noch zwei. Und wie ihr hier hochkommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt nicht aufs erste Mal schaffen, aber wir gucken. Also hier ist der Höhleneingang und jetzt lauft ihr hier an dem Pilz hinten rum, hier zwischen den Pilzen rein, dann hierher und dann. Oh fuck, jetzt bin ich runtergeflogen. Okay, wir probieren es nochmal. Also, hier außen rum, hier hoch, darum und dann einmal. Ich glaube, das gestaltet sich wieder. Also, ihr müsst auf diesen einen Pilz und dann auf den anderen Pilz und dann an dieses Geäst ran. Aber ich krieg's gerade jetzt nicht ganz so hin. Ah ja, genau, hier so hoch. Und dann, glaube, jetzt klicken wir das mal lieber weg. Dann wollen wir hier auf die Wurzel drauf. Und von der Wurzel können wir dann nach oben springen. Also ich habe da ein paar Tries gebraucht hier. Ah, seht ihr, so funktioniert's und dann kommt ihr hoch. Also es ist ein bisschen tricky, man muss ein bisschen rumjumpen. Und ja, aber es ist nicht unmachbar. Na, ihr habt es gesehen, ich habe jetzt drei Anläufe gebraucht, dann sind wir hier hochgekommen. So, da dann sind wir am achten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 34, 53. Und dort haben wir gleich zwei Mobs in der Nähe. Erstmal hier den ersten. Und zwar schimpft sich der Miau Melade. Und den klicken wir jetzt mal an. Also der ist hier direkt in dem Lager an so einer kleinen Kiste. Ihr seht, hier ist die kleine Kiste. Dort haben wir ihn drin. Und da oben haben wir den Weg entlang, beziehungsweise hier ist dann diese Weggabelung, die ihr hier oben seht. Hier unten ist dann der bei 34, 53. So, und jetzt laufen wir ein bisschen hier den Weg nach oben. Also hier nach oben. Und dort haben wir nämlich gleich noch einen. Jetzt sind wir nämlich bei 8 von 9. Und hier hoch, also über die Weggabelung rüber, haben wir rechts am Weg den letzten, und zwar den Rotz. Und der befindet sich hier bei den Koordinaten 31, 57. Das ist der letzte, den wir anklicken. Und dann haben wir tatsächlich alle Achievement ploppt auf. Und wir müssten jetzt dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob wir es im Inventar haben oder schon in der Box einmal eine Belohnung bekommen. Das gucken wir uns dann nachher noch an, beziehungsweise schauen das in einem Toy Guide uns an. Achievement ist soweit fertig und ja, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen gut zeigen können, wo die einzelnen Katzen sind und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspielen. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.